Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go vacation auf der Switch! Yeah! Wow, wow, wow! So, dann noch diese Schnülpi-Dülpi-Köpi reintun. Switch! Laden, 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 laden. Ja, genau! Ich bin im Speicher. Oh, ich leide ja noch gar nicht. Oh, ich bin ein Mann, der sich auch Vogelmann nennen dürfte. Denn ich bin voll der Chiller. So, jetzt läuft's. Go vacation! Rafting ist ein cooles Ding. Ying, ging, ich bin Ching, Chong, Chang, Ding. Alles kriegen, ging. Kling, ging. Das macht keinen Sinn. Ding, ding, ding. Ich habe Pepsi-T-Shirt an und das ist krass. Lang, lang. Ist scharf. Mal schauen, ob ich das auch scharf stellen kann. In meiner Kamera. In meiner Kamera Dias. So, dann suchen wir mal das Schäfchen. Das muss da oben sein, oder? Ist sie cool? So scharf? Ne. Töten sie die Schäflis, okay. So, die Kuh haben wir, wo ist jetzt? Lachtaube. Die ist gleich über der Schloss. Okay. Junge, das läuft hier! Das läuft, wie wenn ich auf dem Klo sitze. So, die Fleckschnabelente. Ist sie unten drinnen im Wasser? Ja. Für die Fleckschnabelente geht es übrigens Nummer 5. Mit dem Pferd, weil es ist egal, ob es mit was es macht, aber ich drehe lieber mit dem Pferd um, hier beziehungsweise mit meinem Einhorn. Ist mir ein bisschen lieber, ehrlich gesagt, als immer mit dem, mit diesem riesigen Geländewagen umzudrehen und ihr müsst einfach nur hier ins Wasser und Enten suchen. Da hinten sind die Enten. Dann reiten wir mal dahin. Also, die sind einfach hier am, in diesem, auf dem Tromelia-See sind sie drinnen und wir bleiben hier stehen. So, bleib hier nicht ins Wasser fallen. Du unfähiges Stück. Für die Fleckschnabelente geht's Richtung Nummer 5. Und das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mach's mal zu Fuß. Und wir müssen erstmal wieder weg hier von diesem schönen Schießstand. Wir springen hier mal runter. Und schauen hier in den Tromelia-See, denn da vorne sind Enten und das dauert viel zu lange zu Fuß. So. Wenn die Ente Titus heißt, ist es dann der Ent Titus. Wie bei Dead by Daylight. So, nächstes Tier ist der Weihrauchstier. Das sind die Tiere echt einfach. Waschbär. Oh, wo ist denn der Waschbär? Ich glaube, der ist auch beim Wasser irgendwo. Ja, gehen wir mal. Hier, zweite Eck. Ich glaube nicht. In der Langhorn Range. Ich habe das längste Horn. Also mein Einhorn natürlich. So. Habt ihr hier auch sowas wie Hühnchen? Da oben vielleicht. Ne, ist ein Blümchen. Da hinten Hühnchen? Spring da drüber! Spring da drüber, Alter. Wie spring ich denn? Wie spring ich denn? Hä? Soll ich verarschen? Wie springt man? Welche Taste springt man im Pferd? So. What? Spring doch, Alter, Junge, was bist du für ein Pferd? Alter, Junge, dieses Pfiff war nie mehr im Pferd hier, Alter. Auto. So, fahr mal rüber, natürlich sag ich dumm kein Ausgang. Was sind denn Hühnchen? Ich sehe überall nur Biber. Na egal, suchen wir ein bisschen Hühnchen. Zeitraffer-Time! Bist du wieder hier, Alter, was? Da sind auch noch Tauben. Für das Huhn geht es Wegpunkt Nummer 1 mit dem Geländewagen. Und ihr fahrt aber hier nur hoch. Also hier entlang.
Und dann zu diesem Häuschen da oben. Da sollten Hühner rumlaufen. So, wir fahren jetzt hier mal über diese Brücke. Und diese Brücke hier auch noch. Hier. Und jetzt auf der linken Seite hoffen wir auf Hühner zu treffen. Ich versuche es immer wieder mitzuspielen. Was sind das denn für Viecher? Wildmenschen. Ey, was soll denn das hier? Ich park hier. Junge! Glaube, Hühner gibt's hier nicht. Noch ein Schaschbär. Hat der Hühner? Hey, rechts vor links, ey. Hühnchen! Das Rap-Huhn, doch, das Rap-Nun, da. Da wäre ein Hahn oder so. Grüße an Janik, der raus schießt. So, Blauhär, wie sieht der denn aus? Für den Blauhär geht er zu Wegpunkt Nummer 4 und schaut in den Himmel. Ihr hört Vögel zwitschern. Es sind immer keine Vögel am Start. Für den Blauhär geht er zu Wegpunkt Nummer 4 mit dem Geländewagen natürlich. Und wir müssen schauen, ob wir im Himmel einen Blauhär sehen oder mehrere. Von wo zwitschert's denn hier? Ey. Ich hab komische Vögel. Also auch Specht, oder? Ja, das ist ein Specht. Für den Blauhär geht es Wegpunkt Nummer 7, ne? Wo zwitschert aber, das ist nichts. Für den Blauhär geht jetzt Wegpunkt Nummer 5. Und ich glaube, in der Burg einen gesehen zu haben. Einmal umdrehen natürlich. Dann schauen wir mal zur Burg, aber wir dürfen nicht zu schnell reinfahren, weil die sonst wegfliegen. Sind denn hier welche da? Vorne sieht's gut aus. Ja, da vorne sind welche. Ich würde sagen, wir steigen mal ab und gehen zu Fuß hin. Nicht, dass sie uns auch wegfliegen. Ich habe die eigentlich sonst immer in der Luft gefunden, aber irgendwie jetzt nicht. Deswegen müssen wir die nehmen. Auch, ja, die gehen trotzdem. So. Reicht schon. Oder nicht? Trigger mich, Alter. Das ist so dumm gewesen. Für den Blauhär geht jetzt durch Punkt Nummer 5. Nicht mit dem Pferd, ich muss ja das Pferd. Man kann sie trotzdem noch in der Luft erwischen, wenn man schnell ist. Aber ich bin nicht schnell. Ich bin Opfer. So, Tierfotoalbum. Kondor. Für den Kondor geht jetzt der Wegpunkt Nummer 7. Und wir müssen erstmal wieder umdrehen. Wir müssen bei jedem Tier irgendwie umdrehen. Das ist ein bisschen komisch, aber naja. So, wir fahren hier den schönen Pass nach unten. Denn da bei der Schatztruhe sitzt oft ein Kondor. So. Bleiben wir stehen. Und schauen, ob wir einen finden. Einmal hier rüber springen. Aber ist echt keiner da, oder? Landschaft ist so hübsch. Für den Kondor geht jetzt Wegpunkt Nummer 5. So. Und natürlich, wie ist immer erstmal umdrehen. Und dann fahren wir hier hin und schauen, ob der aber hier ist. Manchmal ist es nämlich da oben. So, für den Kondor geht jetzt zu Wegpunkt Nummer 7. Und wir müssen jetzt wieder umdrehen und den Pass runterfahren. Und zwar hier an Otime Krähfällen vorbei. So, wieder keiner, oder? Es gibt ihn nicht mehr. Uff. Ich will zum Hauptmenü. Verdammt, lass mich doch ins Hauptmenü. Ich will eine Feder haben, oder auch nicht? Uff. Uff. Okay. No.
Specht, Pfau, Ungeheuer, okay. Für den Specht geht jetzt der Wegpunkt Nummer 4. Und den gibt's da an einem Baum. Beziehungsweise gibt's den auch woanders, aber ich finde den Spot hier echt am coolsten, ne? So. Ich glaube, den gibt's auch beim Start an einem Holzpfahl oder so. I don't know, aber ihr hört ihn ziemlich gut, den. Wenn er da ist. Jetzt im Urlaub, oder? Scheiß Specht, oder? Dann gehe ich bei Nacht nochmal her. Beziehungsweise im Morgen ist das ja, im Morgenkrauen. Das ist ja Morgenkrauen voll. Oh Gott. Ah, Mann. Ich glaube, da habe ich einen Specht gerade gesehen. Ist das richtig? Schau mal. Für den Specht geht jetzt zur Wegpunkt Nummer 4. Und wir fahren hier an der Kirche vorbei. Gegen diesen Vollidioten. Wie heißt denn dieser? Heißt der echt Specht oder heißt der irgendwie Specht, Specht, Specht? Helmspecht. Für den Pfau geht jetzt zu Wegpunkt Nummer 6. Und dafür würde ich euch raten, das wunderschöne Kajak hier zu nehmen oder zu schwimmen. Es geht beides. Aber ich würde euch das Kajak empfehlen. Es geht ein bisschen schneller. So, dann gehen wir hier rein. Und paddeln hier aber ein bisschen da unten. So. Dann gibt es gleich einen Spot, wo es den Pfau gibt. So, erstmal hier runter. Hui. Und jetzt schauen wir mal links und rechts. Hier gibt es oftmals Pfau. When. Und vielleicht auch hier noch. Für den Pfau geht's Wegpunkt Nummer 6. Mit dem Pferd. Und wir können jetzt hier mal versuchen runterzuspringen. Wobei es geht auch ohne versuchen. Es geht einfach so. Einfach hier runterspringen hin. Ist kein Pfau. Ist der Pfau am Tag da? Biber haben wir auch, also wir haben echt alle Tiere der Welt hier, das ist ja krass. Jetzt ist sie ungeheuer. Ihr fahrt am besten, ihr geht zu Wegpunkt Nummer 4. Ich mach's im Geländewagen. Und ihr müsst jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Na, das ist falsch. Wir schauen mal, wie es jetzt gleich weggeht. Es ist immer noch da, immer noch da. Ich frage jetzt, wie lange noch. Wir fahren mal in seine Richtung. Und es soll jetzt gleich weg sein, denke ich. Was ist das für ein Innenspiegel, alter Junge. Und schon ist es nirgends mehr zu sehen. Ja, das war ein Port von Go Vacation für die Switch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Drum sage ich jetzt ciao.